Seit 1963 rollten täglich hunderte Autos und ähnlich viele Waggons über die Fehmarnsundbrücke, die die Insel Fehmarn mit dem holsteinischen Festland verbindet. Wir befinden uns auf der bekannten Vogelfluglinie, die ihren Namen von den Zugvögeln hat. Diese fliegen auf ihrer Route in den Norden durch die holsteinische Schweiz und überqueren an der engsten Stelle den Fehmarnfeld zwischen den Orten Puttgarden und dem dänischen Rødby. Ebenfalls im Jahr 1963 nahmen die ersten Schiffe den Fährbetrieb auf. Heute pendeln die vier Roll-on-Roll-off-Fähren Prinz Richard, Prinzessin Benedikte, Schleswig-Holstein und Deutschland zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland. Doch damit soll bald Schluss sein. Der Fehmarn-Belt-Tunnel rückt immer näher und dafür soll ab 31. August 2022 die Vogelfluglinie für mindestens 5 Jahre gesperrt werden. Doch wegen Bauarbeiten auf der Jütlandlinie fuhren am Pfingstwochenende noch einmal die dänischen Gumminasen als Intercity zwischen Hamburg und Puttgarden. Hier durchfahren MF 5092 und 5086 als Intercity 2500 den Kreuzungsbahnhof Rathetau. Ebenso 218470 schaute vorbei und musste nach Halt erwarten, lautstark bremsen. Kurz vor der Fehmarnsundbrücke liegt das Dörfchen Großenbrode. 218470 hat hier erneut die Ehre, den Hamburger Strandexpress auf die Insel zu befördern. Kurze Zeit später nähert sich MF 5086 erneut den Fotografen. Als Intercity 2501 geht es nun mit ein wenig Verspätung nonstop zurück nach Hamburg. Wenige Meter weiter war erneut der Strandexpress zu sehen, diesmal geschoben. Der Fährbahnhof flimmert in der Hitze und ein kleiner Lind 41 kann sich aus den mit Birken bewaldeten Bahnanlagen lösen. Bei sehr heißen Temperaturen rollt er hier als RB 85 über die Insel und erreicht in wenigen Minuten Fehmarnburg. Doch dann kam endlich der Intercity 2503 mit MF 5086 an der Spitze. Mit guten 29 Minuten Verspätung erreicht er die Fotografen bei Todendorf.
Die Ära der Gumminasen auf der Fokker-Fluglinie und somit auch diese kleine Doku endete bei Rheinfeld in Holstein. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen bei meinem ersten Video mit gesprochener Sprache. Lasst gerne ein Feedback in den Kommentaren da. Vielen Dank!